Ja, in Ihren Büchern geht es ja grob gesprochen immer um die Spurensuche im All. Wo stehen wir denn da momentan? Wie ist denn da der Stand der Dinge? Was jetzt richtig spannend ist, dass wir dieses James Webb Space Telescope haben, das zum ersten Mal überhaupt das Licht von diesen kleinen Planeten auffangen kann und nach Spuren suchen kann. Wir haben noch nichts gefunden, leider, aber die Daten kommen jetzt gerade runter und wir analysieren sie und das ist einfach richtig spannend. Wie muss man sich eigentlich diese Suche vorstellen? Weil ich habe gelesen, in Ihrem Team sind ja alle möglichen Wissenschaftsdisziplinen enthalten sozusagen. Also das ist weitaus mehr als nur in ein Teleskop zu schauen, oder? Wenn man jetzt versucht, Leben im All zu finden, dann braucht man natürlich die Biologen, man braucht die Chemiker, man braucht die Ingenieure und mit den Astronomen auch zusammen, die durch das Teleskop schauen. Und genau diese Kombination, dieses Netzwerk, macht es eben möglich, diese Spuren dann zu identifizieren und auch rauszukriegen, nach was man suchen muss. Sie suchen ja ganz konkret nach bewohnbaren Planeten, kann man ja sagen. Gibt es da schon heiße Kandidaten sozusagen? Es gibt auf jeden Fall heiße Kandidaten, aber wir haben noch kein Leben im All entdeckt. Aber was wir wissen, dass einer von 5 Sternen einen Planeten hat, der im richtigen Abstand ist, in dieser habitablen Zone, sodass es flüssiges Wasser geben könnte auf der Oberfläche und somit Bedingungen, die vielleicht auch dort Leben ermöglichen könnten. Und bei diesen Planeten, einer davon ist zum Beispiel der TRAPPIST-1, dieses System mit 7 erdgroßen Planeten, mit 3 von denen in der habitablen Zone. Da schauen wir jetzt genau, auch mit meinem Team, mit diesem James Webb Space Telescope der NASA, auf diese Planeten und versuchen, diese Spuren zu erhaschen. Wenn wir sozusagen ein bisschen näher rangehen an den Mars, weil ich vor einiger Zeit einmal ein Interview gemacht habe mit dem Gernot Grömer vom österreichischen Weltraumforum, der gemeint hat, er glaubt, so in 20, 30 Jahren wird es schon bemannte Marsmissionen geben und der erste Mensch am Mars ist schon geboren. Sehen Sie das auch so? Es ist eine Frage, welche Risiken wir eingehen, um dorthin zu kommen. Weil natürlich die Reise zum Mars ist weit und da können Sachen passieren. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich so eine Kombination sein von privaten Organisationen, die mehr Risiko erlauben können, wo auch mehr schief gehen kann. Hoffentlich geht nichts schief. Aber dann wird es schneller zum Mars zu gelangen mit Menschen, als wenn sie das mit einer Space Agency, mit der ESA oder mit der NASA machen. Weil da ist es immer so, dass sie ganz viele Fail-Safes brauchen und da kann es ein bisschen länger dauern. Es soll ja, glaube ich, in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder eine Mondmission oder Mondmissionen der NASA geben. Sind Sie da mit Ihrem Team in irgendeiner Form involviert? Also bei den Mondmissionen der NASA sind wir nicht mit dabei, aber wenn Sie einfach 2 Türen weitergehen bei meinem Büro, da sitzt der Kollege, der da genau mit dabei ist, und wenn Sie in die andere Richtung 2 Türen gehen, da ist der, der den Mars-Rover fährt. Also das ist immer total super bei diesen amerikanischen Elite-Unis. Da sitzen die verschiedensten Leute in den verschiedensten Projekten und wenn wir dann beim Café miteinander reden, sagt dann der eine, bei unserem Mars-Rover, da steckt jetzt gerade ein Rad, und der andere sagt, wir sind jetzt gerade am Mond gelandet. Also irgendwie besonders als Österreicherin, wie ich klein war, habe ich mir nicht gedacht, dass es jemals so ist. Und jetzt sitze ich da beim Café und höre da die neuesten Sachen und denke mir, ja, und ich schaue jetzt gerade und warte, bis unser Weltraumteleskop die neuesten Daten von diesen neuen Planeten runternimmt. Als Wissenschaftlerin, als Naturwissenschaftlerin ist mir ja, glaube ich, immer noch ein bisschen eine Minderheit. Fühlen Sie sich ein bisschen als Role Model für junge Mädchen, die vielleicht einen ähnlichen Weg einschlagen wollen? Also ich muss sagen, es ist mir auch wichtig und darum habe ich auch das Buch geschrieben, dass Leute sehen, dass es eine ganz verschiedenartige Riege an Leuten gibt, jetzt in der Wissenschaft, auch an der vordersten Front, weil wir brauchen ganz verschiedene Ideen, um diese schwierigen Probleme zu lösen. Und da ist es am besten, wenn man ein Team zusammenwürfelt von ganz verschiedenem Hintergrund, von ganz verschiedenen Ideen, um diese Sachen zu lösen. Und ich finde es schön, hoffentlich auch mit diesem Buch ein bisschen einen Beitrag zu leisten, dass vielleicht jemand, vielleicht ein junges Mädchen, das ich gedacht habe, Physik oder Astronomie ist vielleicht nichts für mich, vielleicht jetzt doch denkt, vielleicht möchte ich doch sowas machen wie die Lisa und dann einfach mal anfangen.